In dem Video geht es um Automatik, also die automatische Schaltung von Enviolo, was der neue Bluetooth-Controller kann, welche Funktionen der hat und wie das am Rad aussieht. Das seht ihr jetzt hier. Ja, was ist so eine Automatikschaltung und für wen ist sie geeignet? Darum soll es gehen. Und das Ganze zeige ich euch mal, das ist hier schon mal die Box, anhand eines HNF UD4. Und die Nabenschaltung, die hier verbaut ist, das ist eine Enviolo Tracking Nabe, also eine manuelle Nabenschaltung, die es an 1000 anderen Rädern auch gibt. Und der Unterschied ist diese Automatik, also diese Automatik, so heißt das Modell, ist aber eine automatische Schaltung. Das ist diese schwarze Box, die ich hier über diese Remote am Lenker dann steuern kann. Das heißt, zukünftig schalte ich hier rüber, wenn ich manuell schalten will. Aber der Fokus liegt ja auf der Automatik. Gucken wir erstmal auf diese Nabe. Die funktioniert so, dass die ein Kugelgetriebe in der Mitte hat und durch Neigung der Platten nach rechts oder nach links, und das macht ihr normal vorne am Schaltgriff, wird diese Übersetzung oder Untersetzung dann eingestellt. Also ihr tretet schneller oder ihr tretet langsamer, sprich euer Rad läuft schneller oder euer Hinterrad läuft langsamer. Der Vorteil der Automatik ist jetzt, dass ihr eine Trittfrequenz einstellt vorne an der Kurbel, zum Beispiel 60 Umdrehungen, und die Automatik wird jetzt immer hinten in der Nabe den richtigen Gang einlegen. Also diese Box, die arbeitet dann hier, erkennt die Geschwindigkeit, erkennt die Drehzahl vorne am Tretlager, in dem Fall am Motor, die ihr eingestellt habt, und wird jetzt immer darauf achten, den richtigen Gang einzulegen. Und man hat es jetzt gehört, im Stand, also beim Abbremsen, schaltet diese Box dann hinten automatisch in den kleinen Gang, um an der Ampel dann wieder richtig anfahren zu können. Also geeignet für Menschen, die sich um das Schalten gar nicht mehr kümmern wollen, die einfach fahren wollen, immer die gleiche Trittfrequenz haben und die Automatik hinten wie beim Auto wird den richtigen Gang einlegen. Das Ganze könnt ihr programmieren auch über eine App. Das heißt, wir haben hier nicht nur verschiedene Einstellmöglichkeiten, sondern wir können auch hier manuell diese Trittfrequenz einstellen. Ich kann jetzt hier vorne sagen, du, ich möchte mit 80, mit 90 Umdrehungen fahren. Dann wird jetzt das Hinterrad immer sich so in diesem Gang bewegen, dass ich mit dieser Trittfrequenz fahren kann. Und das stellt ihr vorne entweder auf Automatik, und die Schaltung wählt jetzt in dem Fall hier diese 67 Umdrehungen. Egal, ob ihr berghoch oder bergrunter fahrt, ihr werdet immer vorne mit der gleichen Trittfrequenz fahren. Oder ihr könnt natürlich auch hingehen und könnt sagen, weißt du was, ich stelle es auf manuell. Ich möchte manuell die Trittfrequenz vorne selbst wählen können am Controller. Das heißt, ich drücke hier hoch und runter, um die Trittfrequenz manuell anzupassen und kann dann auch manuell fahren. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Übung, sondern hier geht es ja um die Automatik. Und dann kann man natürlich verschiedene andere Sachen hier auch noch einstellen. Wie will ich anfahren? Also in welchen Gang soll die Automatik dann runterschalten? Wenn ich an die Ampel rolle, fahre ich im ersten Gang, also ganz unten an, oder fahre ich irgendwo in der Mitte an? Das kann man dann hier alles wählen und einstellen. Also eine sehr komfortable Geschichte für die Genussmenschen. Ja, Vollautomatik am Rad, das ist, denke ich mal, ein Thema für den, der sich um nichts mehr kümmern muss. Hier in dem HNF ist das optional buchbar. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt, und wir sehen uns demnächst wieder.